Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute fahren wir das letzte Szenario mit der Class oder für die Class 4659, die abendliche Lehrung. Übernehmen Sie die Steuerung einer Class 4659 auf Ihrem letzten Abschnitt des Abends, bevor Sie den Zug im Betriebswerk abrüsten. 20 Minuten soll das Ganze dauern. 1 von 5 Schwierigkeit, 2.500 Punkte für die Goldmedaille. Willkommen im Bahnhof von Rochester. Bitte warten Sie auf die Einfahrt Ihres Zuges aus London, Victoria. Dann werden wir wahrscheinlich hier rechts rennen müssen, oder? Denke ich mal. Ja, auch schon nice aus, so bei Nacht, ne? Und da kommt's angefahren. Unsere Class 465. Hin, machen wir mal hier die Tür zu. Generalschlüssel ein, das Ganze auf neutral. Dann lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Dann machen wir nochmal die Zugsicherheitssysteme an. Und warten, bis die Fahrgäste eingestiegen sind und fahren dann los Richtung. Kommen aus London, Victoria, ne? Hier kann ich nicht scrollen. Warum kann ich jetzt hier nicht scrollen? Das ist auch wieder umständlich. Gillingham Betriebswerk, alles klar. Türen schließen. Rechnungswende auf vorwärts. DA deaktivieren. Und Leistung aufgeben. Nach Chatham. Hatten wir nicht sowieso auch, hatten wir nicht auch mit Dings, mit der Class 3774, glaube ich, hier auf der Strecke nicht auch eine abendliche Fahrt? Bereits schon gehabt? Ich meine schon, oder? Und wie immer wird auch diese Strecke in der Verspätungstabelle mit auftauchen. Wird wahrscheinlich nicht ganz so miserabel werden wie die letzte Fahrt von auf dem hier Nahverkehr Dresden. Aber es ist auch nochmal ein rotes Signal. Wir sollen doch erst eine Minute in Chatham sein. Interessant. Dann lassen wir uns mal schwerkraftmäßig ausrollen. Damit wir nicht allzu sehr auf die Bremse noch drücken müssen. Können wir sogar eher das Gegenteil machen und wieder Leistung aufgeben. Weil der. Ja, kann ja fast nur der Jefflin gewesen sein, weil es früher nichts anderes hier. Weil er jetzt aus dem. Uns aus dem Wege ist. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß ja schon. Also sieht schon, also, puh, bei Nacht sieht es auch schon echt nice aus. Über der Geschwindigkeitsbegrenzung? 2.500 brauchte ich, ne? Eieieiei. Aber wo war ich denn da gerade über der Geschwindigkeitsbegrenzung? Das habe ich aber jetzt nicht gesehen. Ja, aktivieren alle
Türen öffnen. Gab nochmal gut Punkte. Dann kann ich die Bremse auch schon wieder lösen, denn die DRA ist ja aktiviert. Wir waren auch pünktlich da, ne? Ich habe gar nicht darauf geachtet, aber das werdet ihr ja in der Verspätungstabelle sehen, ob ich pünktlich war oder nicht. Die DRA auch wieder deaktivieren. Und Leistung geben. Nächste Halt ist dann Gillingham. Weil wenn wir jetzt schon gleich... Das heißt, wir fahren ja nur nach Gillingham, wenn wir dann zum Gillingham-Betriebs wegfahren, ne? Hätte ich jetzt zwar auch wissen können, wenn ich jetzt ein bisschen explizit darauf geachtet hätte. Als ich gerade eben das Ganze überflogen habe, aber ich habe es nicht getan. Auf die 5. Ah, wir können uns auch offensichtlich beschleunigen. Wir haben ja noch ein Stückchen bis Gillingham. Alles ja schon mal nett. 1,2 Meilen haben wir noch. Und wir dürfen sogar nochmal hoch beschleunigen auf 60. Sehr schön. Fahren dürften, aber lohnt sich halt nicht, weil wir ja schon gleich da sind. Deswegen bleibe ich erstmal hier halt so ungefähr die Geschwindigkeit von 48 Miles per Hour. Dann haben wir jetzt hier gleich wieder die 15 Miles per Hour, die wir gleich fahren dürfen. In der Einfahrt von Gillingham. Oder aufgrund der Kurve war das, glaube ich, ne? War eine etwas schärfere Kurve, soweit ich mich erinnere. Nach dem Signal ist es sogar noch erst. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal uns eingebremst. Dann ist es ja jetzt ja auch relativ simpel jetzt hier, ohne stark in die Eisen zu gehen, jetzt nur auf die 15 Miles per Hour zu kommen. Denn wir fangen jetzt wieder ins Kopfende. Wow, really. Immerhin pünktlich und von der Halteposition her kriege ich auch genügend Punkte, um die Goldmedaille zu bekommen. Dass er dann noch ein bisschen bergauf geht. Ganz leicht. Aber ein bisschen beschleunige ich einfach mal auf ein bisschen näher ran, ne? Perfekt. 449 Punkte. 499 Punkte. Dass ich nicht lache. Hallo, ich höre doch auf alle Türen. Hallo. Und dann können wir die Türen wieder schließen. Die AWA deaktivieren, dann dürften wir wahrscheinlich weiter geradeaus fahren. Betriebswerk, Ihr Fahrgastbetrieb ist erledigt. Schließen Sie die Türen und bereiten Sie sich darauf vor, als Leerzug ins Gillingham Betriebswerk zu fahren. Ja, fertig. Das Gillingham Betriebswerk hat manuelle Weichen. Sie müssen diese korrekt einstellen, bevor Sie das Betriebswerk fahren. So, noch mal ein letztes Mal aufs Neue.
Hoffentlich ein letztes Mal. Ja, genau. Wie gesagt, ich versuche das halt so vorzubereiten, dass man halt wirklich auch viel dann in einem Stream schafft. Und nicht nur drei Minuten. Wieso bin ich denn jetzt so schnell gewesen? Ich. Ja. Aber immerhin, ich bin ungefähr bei der ähnlichen Punktzahl wie zuvor auch. Von daher passt das. Also wie gesagt, Dicke haben wir ja die Goldmedaille in der Tasche. Auch nicht nur, dass ich dann halt ein bisschen, dass wir dann mehr Zeit haben in den Livestreams oder mehr längere Livestreams haben können, sondern dass ich halt auch wirklich für die Projekte, die ich mir vorgenommen habe, größtenteils alles Experimentelle, dass ich halt dann Zeit auch für die habe, die halt deutlich aufwendiger sind. So, ich hoffe, das ist jetzt alles richtig eingestellt mit dem Dings, mit den Weichen. Müsste eigentlich passen. Und wenn nicht, dann schreie ich, weil dann muss ich noch mal ein bisschen fahren. Aber das scheint zu klappen. Wunderbar, da müssen wir noch mal eben hinten halten und dann haben wir auch die abendliche Fahrt abgeschlossen. Und dann kümmere ich mich bei dieser Strecke eigentlich nur noch um den Fahrplanmodus, abgesehen von dem Livestream, in dem wir dann von A bis Z die fehlenden Szenarien und so weiter auch nochmal fahren. Aber wie gesagt, hauptsächlich so videomäßig in größerer Bitrate als jetzt die Livestreams. Geht's dann auch auf dem Southeastern High Speed dann wieder im Fahrtmodus weiter. Ich bin noch am überlegen, ob ich als nächstes Land- und Commuter anfange oder anderweitig. Ich glaube, ich schaue dann nochmal nebenbei, so von wegen für Boston Sprinter mit den Zugsicherheitssystemen. Versuche mich da einzulesen. Vielleicht mache ich dann damit auch dann als nächstes weiter. Dass wir dann erstmal vielleicht so die neuen Strecken auch hinter uns haben. Also was ist hinter uns? Dass ich da die Szenarien mache. Und später dann im späteren Verlauf dann auf die ganzen amerikanischen Strecken gehe. Deaktivieren Sie nun diesen Führerschein und wechseln Sie ganz andere Ende. Was? Ganz andere Ende? Oh, what? Wir fahren noch mal oder wie? Ja. Ja, dann sollten wir aber auch hier noch mal die Zugsicherheitssysteme isolieren. Spitzenbeleuchtung aus, Rücklichter ein. Aus, Generalschlüssel nehmen wir mit und spazieren rüber. Wunderbar, sitzen wir, Generalschlüssel ein. Wo fahren wir jetzt noch hin? Neutral. Nacht. Was sind nur Spitzensignale? Okay. Wollen wir jetzt die AA deaktivieren? Und Leistung geben. Ah, wir halten jetzt wieder beim gelegenen Betriebswerk. Wait. Müssen irgendwelche Weichen gestellt werden? Das ist die wichtige Frage. Wir wollen nach hier. Heißt, wir brauchen diesen Weichenhebel. Wunderbar, da sitzt noch, das passt noch.
Hier einfach geradeaus durch, dann wollen wir noch hier hin und dann halten wir dort. Das sollte alles hinhauen. Nicht, dass ich jetzt wieder komplett alles neu fahren muss, bis hier in den Weichen nochmal in Gleise. Oder ein Weichen dann doch nicht richtig gestellt ist. Wobei ich prinzipiell. Oh Gott. Prinzipiell habe ich so viele Games, worauf ich Bock hätte und wovon ich Videos machen will, aber. Da muss man erstmal die Zeit wieder für finden, ne? Hauptsächlich zum Aufnehmen halt die Zeit finden. Deswegen ist es vielleicht mit dem Plan der regulären Videos gar nicht mal so verkehrt, weil ich dann was ich den Monat dann bereits aufgenommen habe und fertig, also bereits alles aufgenommen habe und nur noch rendern muss. Habe ich nämlich mehr Zeit dann so an den Zwischenabschnitten. Zwischenabschnitten hört sich ja auch weird an. Dann habe ich, also weil das im prinzipiell dauert das Editieren und das Aufnehmen bei mir mittlerweile noch am längsten. So. Video zu rendern, selbst wenn das ein, was weiß ich, ich glaube, eine Stunde Video dauert teilweise 10 Minuten zu rendern oder so. Perfekt. Nun rüsten Sie diesen Führerstand wie angezeigt ab. Wir sind schon auf B3. Spitzensignale aus, Rücklichter aus, ein. Rechnungswende aus, Generalschlüssel aus und aussteigen. Gut gemacht, sehen wir uns an, wie sie sich abgeschnitten haben. So, von der Verspätung her nehme ich jetzt nur das, was ich zuvor gefahren bin, bevor die Entgleisung passierte und so weiter und so fort. Abendliche Leerung, Haltegenauigkeit, ja, 1,08 Yards. Zeit benötigt 19 Minuten 56, zurückgelegte Entfernung 3,6 Meilen. Insgesamt gab es 3.800 Punkte und dementsprechend eine Goldmedaille. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dass ich dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder oder im anderen Video hier auf dem Kanal. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.